Schon zum zweiten Mal in dieser Woche wurde heute der britische Botschafter in Moskau einbestellt. Kurz darauf gab das russische Außenministerium bekannt, 23 Diplomaten werden ausgewiesen. Nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und seine Tochter mit einem einst von sowjetischem Militär entwickelten Kampfstoff spitzt sich die Lage weiter zu. Wir werden alles Notwendige tun, um uns und unsere Verbündeten zu verteidigen. Dies ist nicht nur ein Angriff auf das Vereinigte Königreich, sondern auch gegen das gemeinsame System internationaler Werte. Nun soll der Druck offenbar auch von möglichst vielen anderen Ländern erhöht werden. Ich möchte den Briten die Solidarität aller Alliierten zusagen, die einen Angriff in ihrem Land verurteilen. Wir vermuten tatsächlich, dass Russland dahinter steckt. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und insofern werden wir uns heute auch damit beschäftigen, was die richtige Reaktion ist. Europa denkt über Sanktionen nach. London hatte vor wenigen Tagen ebenfalls 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Nach dem Gegenschlag heute droht die Lage zu eskalieren. Das ist ein ernstes Problem für uns und wir werden natürlich die britische Regierung in dieser Angelegenheit maximal unter Druck setzen. Dass Präsident Putin ausgerechnet jetzt einen Wahlkampfauftritt in einer chemischen Einrichtung absolvierte, könnte durchaus Berechnung sein. Viele Russen sehen die Anschuldigungen als Bedrohung von außen und als einen Grund mehr, am Wochenende für Putin zu stimmen.